dies und in Gestalt eines Major-Plattenlabels herkam. Wie unromantisch. Noch auf der Bühne wurde meine Ehe mit einem Künstler-Exklusivvertrag besiegelt. Eine Ehe für gute und schlechte Tage, aber halt. Während der guten Tage war diese Ehe wirklich schön und vielversprechend, aber die schlechten Tage waren die Hölle. Erschwerend kam hinzu, dass die Plattenfirma, irgendwie verrutscht die Leute. Oh, vielen Dank. Da geht's weiter. Ja, ich weiß, ich wollte dich mal angucken. Dass die Plattenfirma bestimmte, was die schlechten Tage waren. Und irgendwann ganz einfach die Scheidung vollzogen hat.